gewachsen! Absenken. Ich glaube, der eine Kornseed ist schon etwas mehr gewachsen. Da, guckt euch an. Aha. Wir setzen uns jetzt hier hin und während die anderen arbeiten, schauen wir uns die ganze Zeit zu, wie wir das jetzt wächst. Wachse. 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 Ich glaube, wenn ich die streiche, dann werden die stärker und so, dann sind die kräftiger. Und du musst für sie singen. Ja, dann wachsen genau. Sie auch schneller. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Genau. Schwimmen auf dem See. Ja, hier, ich schwimme auch gerade. Wir haben da immer gesungen, schwimmen im Klosett. Ich höre Zombies. Die an der Strippe, sind sie alle weg. Irgendwie so ging das. Ich glaube noch, wenn ich die Seeds habe, dann werde ich hier noch mal ein bisschen mit Dreck aufwühlen müssen. Das heißt aber auch, ich muss irgendwo den Dreck dann herbekommen. Muss ich irgendwo abtragen dann. Na, was macht denn der Old Bull hier? Ich habe nur gerade mein letztes Frame dahin gebaut. Komm, schauen wir mal an, was der da gebaut hat. Das haben wir ja hier noch nicht gesehen. Ich gehe mal in die Mine warst du, glaube ich, noch nicht. Ich gehe mal in die Gruft. Das erinnert mich an Poltergeist, ja. Ey. So viel ist da noch nicht. Oh, Poltergeist, ey. So ein schöner Film. Ja, ja. Oh, Alter, du bist ja ganz schön tief, ey. Krasse Scheiße. Suchst du nach Gold oder wie? Auch, aber eher Eisen. Krass, guck mal, wie weit er sich runtergebohrt hat. Abartig. Gibt's ja eigentlich auch eine Grenze? So ein Bedrock? Nee, ich glaube nicht. Auch nach oben hin soll es, soweit ich das in Erinnerung habe, keine Grenzen geben. Tja. Aber irgendwann kommst du kommst in Japan raus, oder? Unter anderem. Also, wenn wir mal richtig viel Holz haben und so, dann teste ich das, dann baue ich mich nach oben. Und Ultbull, du brauchst dich nach unten. Genau. Das ist schon wieder 7 Uhr. Tag 5 ist angebrochen. War ja eine ruhige Nacht, muss ich sagen. Das war echt eine ruhige Nacht, ne? War ja echt nichts los. Die haben uns einfach nicht gefunden. Wir stinken vielleicht nicht so, obwohl ich stinke immer noch. Warum eigentlich? Ah, ich habe natürlich, dieses Fennischen, ne? Fennison, kann man auch kochen, dieses Fleisch. Ach du Scheiße, habe ich viel Gunpowder hergestellt. Ja. Dachte ich. Das hergestellt? Ich habe fast 600 Gunpowder hergestellt. Das machen wir. Na gut, du brauchst, du willst TNT haben. Ja, aus 9 Stück machst du die komischen Pulver. Ja. Wasser habe ich genug. Ich bekomme zusammen. Oh Gott, wie viel kriege ich jetzt da von diesem Charge? 60 Charge bekomme ich. Ja, nicht ganz, 59. Ja, dann kannst du die eine Sentin geben. Ich koche mal ein bisschen Fleisch, so. Ne? Ein bisschen Fleisch kochen. Hat noch jemand Wooden Frames? Ich hatte welche, die habe ich aber schon verbaut. Es wäre cool, wenn man irgendwie so eine Workbench oder sowas, was dann nebenbei ein bisschen craftet, ne? Dass man zusätzlich zum Inventar craften noch ein bisschen was hat. Oh. Wäre irgendwie cool. Man kann ja auch mal. Wir sind echt aktuell wirklich nur am Survivalen hier, also am bauen. Doch nicht schlecht. Kommen wir wenigstens mal voran. Das ist wohl wahr. Bauen. Ich hoffe nur, das stört die Zuschauer nicht ganz so. Und ich habe wieder vergessen, den Dings zu starten. Nein, nicht gut. Hast du gestartet? Nee. Auch nicht aufgepasst. Na gut, ich starte jetzt. Wird schon klappen. Wird schon schief gehen. Ich verschwende gerade Wasser. Na, wir haben ja zum Glück noch Haufen Gläser. Weil man kann nämlich dieses Fleisch auch kochen. Aber dann geht Wasser drauf. Also die ganzen Glas, also ich habe jetzt 5 Glasflaschen reingemacht. Ist ein bisschen sinnlos, da kann man es auch lieber grillen. Aber die riechen nicht so weit. Die haben einen Riechfaktor von 1 Meter. Steht da dran oder was? Im Backsmell 1 Meter. Okay. Aber was Backsmell ist, Stärke. Ach, die Stärke des Geruchs auch 1 Meter. Ist gehen das so hoch? Aber im Gürtel sind es 5 Meter, also schon krass. Und das gegrillte Zeug sind halt 5 Meter statt 1 Meter, also ist schon ein Unterschied. Ja. Aber wir müssen ja nicht Essen mit uns rumschleppen, von daher. Ich wollte es nur mal gemacht haben, mal probiert habe ich es ja mal jetzt. Richtig. Sehr schön. Dann lieber für bessere Sachen benutzen. Ein bisschen was zu essen wäre aber auch mal schön. Ja, wir müssen, ich brate mal hier auch noch ein bisschen was. Wir haben hier einen Haufen Bratzeug. Das heißt also, ich werde mich jetzt hier an die Bratfeuerstelle begeben. An die Bratfeuerstelle? Damit ihr das alle wisst. So. Nehmen wir mal die Dosen weg hier. Kann ich den Pork eigentlich gleich mit reinmachen? Ne, das macht er bestimmt nicht. Muss ich bestimmt nacheinander machen. So, 4 Minuten brauche ich also an Holz. Ja, das ist viel zu viel. Katzenfutter, der wird mir bestimmt schlecht. Lass dir schmecken. Ja, wird doch viel zu viel. Doch, der Magen rumpelt, aber es ist alles noch in Ordnung. Und Thunfisch nehme ich noch. Dann bin ich wieder komplett voll.
Hat jemand Kaffee gekocht? Nein. Nein. Die drei Kaffeebohnen habe ich. Kann man damit Kaffee kochen? Mit drei ja. Bohnen. Ich habe aber das Rezept, glaube ich, nicht, weil das zeigt ihr mir auch gar nicht an. Also nicht, ja, nicht in der Feuerstelle. Ein Glas Wasser noch vorher. Grill, Pot, im Inventar. Seeds, Zucker, Cooking Grill. Ich sehe überhaupt. Also ich sehe zumindest bei Food nichts. Siehst du das? Du bist am Falschen. Du musst das im Topf machen. Nee, ich meine generell als. Das steht da weil nicht drin. Im Topf, also beim Grillen. Na komm, jetzt sind einfach mal. Weil normalerweise hat mir das mal das angezeigt, was ich nur wenn du es im Inventar hast. Ja, ich hab's ja im Inventar. Ich hab die Kaffeebohnen, ich hab Wasser. Ah, doch, du hast recht, ich hab nichts gesagt. Ich bin ein Noob. Aber da geht wieder Wasser drauf, ne, dafür. Ist echt krass. Ist egal. Oh. Der Kaffee ist wichtig. Weil du kannst nämlich in der Mine wirklich durchgehend arbeiten, ohne Angst zu haben, dass hier der Scheiß leer wird. Also ich sehe das jetzt erst, wenn man auf die Rezepte draufklickt, dann nimmt er sich automatisch das aus dem Inventar raus und setzt es rein. Oh mein Gott! Aber erst, wenn du es einmal gesetzt hast. Brauchst es erst, das erste Mal musst du selber machen. So, 45 Sekunden, das geht ja sauschnell. Da hast du jetzt gleich richtig leckeren Kaffee. Ich brauche nur einen. Oh, ich mache gerade drei, na egal. Die Kaffeebohnen kann man eh nicht drei anpflanzen. Machen. Drei sind auch gut. Kaffeebohnen kann man leider eh nicht anpflanzen. Wenn du Arbeit machst, wo du sehr viel Ausdauer verbrauchst, wie Schippen und all so ein Scheiß, ne, dann ja, ich verstehe. Ist das sehr angenehm. Ja. Okay. Erste Kaffee ist fertig. Hier, Old Bull, ich schmeiße dir gleich mal hier auf den Boden. So, da fliegt er. Gleich hat mir die Hand gefallen. Also ich brate auch gerade noch, also nicht, ich muss jetzt nicht, nicht, dass sie hier noch irgendwie. Nee, ich bin eh gerade unterwegs in der Pampa. A nice rush of energy. Lecker Kaffee. Ja, habe ich hier übrigens auch gerade am Start. Also ich habe tatsächlich einen Energy Mix hier stehen. Also jetzt kein Bier, kein Alkohol, denn Alkohol ist nicht gut für eure Gesundheit. Merkt euch das, meine lieben Kinder. Und der Tentium. Sondern ich trinke ganz anderen ungesunden Scheiß. Irgendwie so ein irgendwie Limonade gemixt mit Energy, keine Ahnung. Energy Quatsch. Aber ich muss doch hyperaktiv sein, wenn ich mit euch rede. Das bist du auch. Anders geht das nicht, anders geht das nicht. Ich erkunde hier gerade so ein bisschen die Gegend und gucken, ob ich irgendwo mal eine Stadt in der Nähe finde. Alter, wir haben so viele Painkiller. Ja, generell. Ja, da bringe ich auch hier einen. Ich hole mir mal die leeren Gläser auch überall raus. Tut die leeren Gläser mal mit in den, immer in den Essenskiste. Papier. Weil die kann ich dann. Wenn du unterwegs hier Golden Flower und sowas findest, ne? Bring mit. Golden Flower, Tee. Können wir alles gebrauchen. TNG. Mal hier drauf. Ich habe einen Desert gefunden. Ein Desert Eagle? Ein Desert Eagle wäre schön. Brauchen aber erst noch ein paar Plant Fiber. So, schon 11 leckere Fleischsorten, Fleischsachen gemacht. Fleischsorten vor allem. Das Crafting ist echt manchmal ein bisschen langwierig, ne? So, wie sieht's aber das Schöne ist, man kann es nebenbei machen. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ja, das ist korrekt, das ist richtig. Blueberry sieht es alle noch schön. Das Korn. Ja, guck mal, hier sind noch schon welche gewachsen, oder nicht? Nee, pass auf. Nicht das kaputt machen. Ja, ich will da nicht. Das sah von Anfang an schon so aus, das Ding. Ach so, okay. Die werden bestimmt dann größer oder so. Aber wir haben, bloß diesen einen Seed, deswegen müssen wir echt vorsichtig sein. Okay, alles klar. Das Gute ist, Tentius ist unser Gärtner, also wenn man das kaputt geht, eher was. Meinst du, das ist was Gutes? Ja, echt mal. Überleg, was du sagst. Ne? Das passt lieber auf. Ich warte noch. Oh nein, der schöne Seed. Ich bin ein Noob. passiert. Bringen wir noch rein. Musst du doch wissen, wenn du mir sowas anvertraust. Ja, eigentlich schon. Ne? Selber schuld. Das ist wie, wenn man mir eine Waffe in die Hand drückt und dann ist dein Kopf auf einmal explodiert. Kann ich nichts dafür. Wie geht das denn? Ja, ich schieße einfach aus Versehen. Kann ja mal passieren. Ach so. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Zeug, um mir mein erstes TNT herzustellen. Und dann muss Tenchi mit in die Mine. Was? Bist du des Wahnsinns? Ich setze es schon. Du musst nur drauf schießen. Ach so, das schaffe ich. So, ich glaube auch. Leckeren goldenen Tee. Ich werde mal kurz. Das musst du aber ganz nah machen. Ne? Du musst da ganz nah ran. Ach so, okay, ja, mach ich. Habe ich denn noch normales Wasser? Hier habe ich noch normales Wasser, das sauge ich. Du musst die Zündschnur mit zwei Fingern festhalten und dann musst du mit der Pistole da ran schießen. Naja, die Reibung muss ja perfekt sein, ne? Kann ja nicht von beiden drauf schießen, das geht ja nicht. Du kannst es auch zwischen die Zweigefinger nehmen und ganz lange rollen, das ist heiß.
Was? Hat er sich geduckt und ist ausgewichen, ey. Was für ein Zombie, krasser Zombie. Also 6-mal TNT kriegen wir zusammen. So, ich gehe noch schnell Wasser holen aus unserem wunderschönen Jungbrunnen. TNT craften dauert eine halbe Minute. Lecker. Aber ich fand aber irgendwie den Geschmack von dem Toilettenwasser ein bisschen besser als hier aus dem komischen See. Also, kann ich wieder zurückziehen? Wir müssen irgendwie noch eine Toilette irgendwie reinschaffen. Die können wir, glaube ich, craften. Oh, Papier, der hat Papier dabei, das ist nett. So, dann kann ich das gleiche reinschmeißen und das gleich noch kochen. Der ist ja wieder aufgesprungen. So, jetzt aber. 4 Minuten dauert das, ey, die paar Sachen dazu kochen. Gibt's ja gar nicht. Wir sind in Tag 5. Geil. Yeah. So, goldenes Wasser. Ein bisschen Kaffee ist auch noch da. Ein Ölbärbel, wer hat denn sowas mitgebracht? Ach, kann Reggie, das? Du kannst zum Beispiel. Ja. Du bist ja gerade hier, ne? Geh mal auf so eine. Oder halt mal die Maus auf die Kiste und lass mal E gedrückt. Ja, ja. Ja, ich hab da auch schon. Ah, kann ich da kannst zumachen. Du entweder durchsuchen, dann kannst du einen Code eingeben und du kannst das verschließen. Dann kannst du quasi das ganze Ding mit Code verschlossen verriegeln. Ich mach hier gerade unsere Mauer kaputt. Ah, und auch die Mauer. Nee, was wollte ich gerade sagen? Irgendwas. Ich hab noch einen Blueberry-Seed. Nee, ich hab gerade gesehen, dass es ja Items gibt, die sind so blau hinterlegt. Da ist dann so eine bläuliche Farbe dahinter. Kategorien. Das sind, glaube ich, Kategorien, ja, je nachdem. Wenn ich mir diese Glaspanels so angucke, diese eine Pflanze hat das auch und auch diese Ölbarrels haben das. Und ich glaube, der Fernseher hatte das auch. Vielleicht sind das bloß Deko-Gegenstände. Diese roten Pflanzen. Nee, blau ist in meinen, also so wie ich das jetzt gerade sehe, sind die blauen Sachen, die man weiterverarbeiten kann. Okay, ich guck mir mal den Fernseher an. Der hat für mich auch sowas Bläuliches. Das Problem ist, ich habe Farbschwäche. Der Fernseher hatte bei mir lila. Also ja, ich habe Farbschwäche. Die Kack, da ist ja rot mit drin. Ja. Blablabla, Scheißdreck. Na egal. Oh, es wächst schon ein bisschen mehr jetzt. So, bist du unten in der Mine? Soll ich runterkommen? Können wir gerne tun. Ach so. Ich bin aber nicht in der Mine. Ach, hier hast du Wasser. Ah, das ist natürlich clever. Hier einfach den Dirt einfach hier wegzumachen. Das ist gut. Dann hätten wir ein bisschen Dirt und hier haben wir eine schöne Steinschicht dann später. Ja, weil hier müssen wir eh noch den Boden reinziehen. Ja, der fehlt ja hier noch das komplett. Das ist schön, weil Dreck brauche ich dann drüben. Richtig. Lass ich dann drüben dann den ganzen Dreck mit. 10 Sekunden, dann können wir runter, dann kannst du mal ballern. Okay, dann mache ich hier noch schnell ein bisschen Dreck weg. Ein bisschen Dreck weg. Komm her, du Dreck. Oh. Na, hier geht's aber tiefer rein. Mist. So. Ich dachte, hier ist auch Stein. Also, ich gehe schon mal runter. Oder hast du den Stein persönlich gesetzt? Das ist irgendwie ganz komisch. Da habe ich auch schon mehrfach versucht. Und da hast du irgendwie so ein riesenvolles Loch. Und wenn du es draufsetzt, dann hast du einen riesen Berg drauf. Komisch. So, Vorsicht, ich hau hier mal ganz klein ein bisschen was Licht, rein, aber Licht muss doch die maximale oben? Sprengkraft hat. Oh, was ist das denn? Das sah ja komisch aus. Was? Ich habe gerade meinen Arm irgendwie 30 Mal gesehen. Aber Licht muss doch irgendwie funktionieren. Die Lampe, da brauche ich bestimmt eine Batterie wahrscheinlich, ja? Was ist los? Du bist hinter mir, ne? Ach so, du hast jetzt schon hier dein Dynamit, oder was? Schieß mal. Warte, ich hol meine Munition raus. So. Nee, die Munition brauchen wir nicht, eine Waffe. Naja, ich brauche Munition dafür. Oh. Nicht auf mich. Mensch. Okay, wo muss ich hinschießen? Direkt drauf, ja? Einfach drauf. Yeah! Rampage! Oh yeah! Los, hol deinen Stein! Geil, ist alles zu dir geflogen ist. Geil, und jetzt? Jetzt haben wir ein Loch. Licht wäre jetzt nicht schlecht, ne? So, nee, warte, es geht auch noch weiter. Hallo? Ach, willst du nach unten jetzt oder wo? Ach, da willst du hin, okay. Warte! Was? Okay. Aber ist das nicht effizienter, wenn man die lieber. Guck mal, was du für ein Loch reingerissen hast, ne? Ich mache ja auch nicht alles. Aber ich glaube, das ist effizienter, wenn du wirklich immer direkt am Rand drin setzt, so. Naja, egal, ich mache das mal so. Die ist erstmal wegnehmen kannst du es, glaube ich, eh nicht mehr. Zwei sind nur. Ja, eins steht noch hier um der Ecke. Gieß mal an. Bin weg. Okay. Sammel erst ein. Was, die Steine hier? Was soll ich damit. Nee. Bin ich weit genug weg? Ja. Anders komme ich da nicht ran. Das hat keine so große Reichweite. Schönes Ding. Ich habe hier noch ein paar Steine, ich schmeiß die mal hier noch hin, ne? Die möchte ich nicht im Inventar haben. Zwei haben wir noch. Also wo meinst du jetzt komplett? Achso, du meinst reinbauen in der ins. Ja, nee, ich meine jetzt einfach direkt an die Wand ran, einen einzigen so. Und danach noch einen, wenn du in eine gewisse Richtung möchtest oder sowas. Da liegt noch ein paar Steinchen rum, wenn du die haben willst.
Und bam! Geht so, ne? Naja, ich aber... jetzt eigentlich mit ein bisschen Erzen und so was. Naja, es ist ja noch dunkel. Wir machen gleich Licht. Da ist noch einer, das ist der letzte. Ich hätte schon schießen müssen, ey. Das wäre schön gewesen. Arsch. Hast du gönnst es mir ja gar nur. Hast du denn Fackeln eigentlich? Ich hab ein paar Fackeln, ja. Oh, oh, das sieht schön aus. Wie so Lara Croft siehst du jetzt aus. Mit der Fackel bin in der ich Hand. Auch. Mit Pimmel. Ah, haben die damals das auch schon gemacht, vor einem Jahr? Dass, ja, wenn man eine, ja, Fackel in der Hand hatte, auch Schatten und so kommt vom Spieler und so? Ich glaube, ja. So, wir sind durch und wir haben sogar ein paar Erze angeschossen. Tatsächlich, da oben. Und da ist was. Ja. Hast du vielleicht sogar welche eingesammelt?